Servus Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Crusader Kings 3. Ja, in der letzten Folge ist mal wieder einiges passiert. Unter anderem sind wir wohl in der Lage, so nach aktuellem Stand, jederzeit jetzt unser Königreich zu gründen. Wir warten nur noch eigentlich auf die Genesung von Herzog Otto und hoffen, dass er jetzt nicht seinen Verletzungen noch erliegt. Aber ein verletzter König. Oder ein Mann, der sich zum König krönen lassen möchte, während ihm ja das Blut aus dem Gesicht läuft. Es ist natürlich jetzt nicht prunkvoll. Da würden wir einfach mal warten, bis es ihm wieder besser geht. So hatten wir uns hier erstmal festgelegt. Und uns noch ein bisschen Zeit verschafft, einfach noch ein bisschen mehr Tiefe in die Geschichte reinzubringen. Und es kommt unglaublich viel Tiefe rein, denn sowohl sein Bruder als auch einer seiner Cousins ist gestorben, der Wichmann von Geldern ist gestorben. Sein Sohn jetzt an seiner Stelle, den wir versuchen weiter zu beeinflussen, um Geldern und ich meine Arnheim in unser Reich zu integrieren. Außerdem unser Bruder, ja, verstorben. An dessen Stelle jetzt sein Sohn Reginbern, der im Übrigen gut befreundet ist mit unserem Sohn Rheinbern. Wunderbar. Also die Geschichte funktioniert ganz großartig. Ich finde das richtig toll und schaut euch nur den kleinen blonden Regenbären an. Er ist am Boden zerstört. Sein Vater ist gestorben und jetzt hat er die gesamte Last zu tragen, dieses Reich da zu führen. Und ja, das ist natürlich traurig und ich denke, wir werden ihn mal als Mündel an unseren Hof holen und ihn dabei unterstützen, in seinem Reich zu regieren. Außerdem, ja, sehen wir die Trunkennase links neben uns. Das ist unser neuer Verbündeter, Herzog Arnulf von Bayern, mit dem wir zusammen ja unsere Unabhängigkeit erreicht haben. Der hat mit uns zusammen jetzt ein Bündnis geschlossen durch Heirat, denn unseren Sohn haben wir mit einer seiner Schwestern verheiratet und wir sind jetzt also durch Blut verbunden. Ich würde ganz gerne auch versuchen, noch mit ihm eine Freundschaft einzugehen, aber erstmal müssen wir jetzt versuchen, hier unseren Cousin noch, beziehungsweise jetzt Großcousin, in unser Reich zu integrieren. Ja, also, es bleibt noch spannend. Es ist noch viel, was passieren kann. Wir hoffen erstmal, dass wir auf jeden Fall genesen werden. Und ich würde sagen, lassen wir doch einfach mal die Geschehnisse weiter ihren Lauf nehmen. Beziehungsweise, warte, bevor wir starten, erstmal einige wichtige Dinge. Einmal, wir möchten doch bitte, nein, hier, dass er ein Mündel wird. Wie können wir das? Das ist dann nicht Mündel, sondern Vormundschaft anbieten, genau. Wir werden jetzt Graf Regenberns Vormund und das wird er auch akzeptieren. So, dann ist er doch. Ah, okay, genau. Er ist bei Walbert und wird dort ausgebildet. Jetzt müssen wir doch mal schauen. Rheinbern wird noch immer von unserer Frau großgezogen und ihm können wir auch erstmal einen Schwerpunkt setzen. Das werden wir natürlich jetzt auch mal gerade tun. Dementsprechend natürlich sowieso erstmal schon mal ändern. Vormund entfernen. Er wird nicht mehr bei unserer Mutter am Rockzipfel hängen. Mit 8 Jahren gehört sich das nicht mehr. Da ist man groß genug und kann auch schon mal in die große Welt raus. Nachdenklich. Also Verwaltung und Bildung ist sein Bonus. Ränkespiel interessiert ihn keinesfalls. Seine Grundwerte sind 3, 6 auf Kriegsführung, 2 auf Grundwert Verwaltung. Ränkespiel interessiert nicht, 3 auf Bildung. Oh mein Gott, 6 auf Kriegsführung. Also auch er ist eigentlich sehr stark interessiert in der Kriegsführung. Okay, und ansonsten interessiert ihn Verwaltung und Bildung. 6, 3, 2, beziehungsweise durch Nachdenken dann auch 3 und 3, beziehungsweise 4. Okay, ja Leute, also so ein krasser Bonusaufschlag hier bei Kriegsführung ist natürlich dann entsprechend auch mit einem hohen Wert darauf zu belegen. Und ich würde dann sagen, da wir hier jeweils dann 3, da haben wir 4. Okay, dann werden wir sagen,
1, 2, 3 für Kriegsführung. 4, 5. Nee, 4 für Verwaltung. Und 5 für 5, 6 für Bildung. Genau, da auch hier ein bisschen höher ist. Genauso werden wir es machen. Die Diplomatie ist erstmal raus. Da ist wenig Interesse drauf. Okay. Wollen wir mal schauen? Eine 5. Sprich, was hatten wir gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig? Genau. Das heißt, Rheinbären geht auf Bildung. Schwerpunkt auswählen. Er geht den Bildungsbaum. Da suchen wir uns natürlich dann auch einen passenden Mündel raus. Werden nicht wir selbst sein. Stislav. Ja, warum nicht? Unser Arzt. Vielleicht bringt der Rheinbären das ein oder andere geschickte Händchen und die ein oder anderen Künste in der Medizin bei. Das wäre natürlich auch eine schicke Angelegenheit. Aber wir haben ja noch ein paar andere Söhne. Kobo dürfte jetzt nämlich auch gerade keinen Mündel mehr haben. Doch, er ist auch bei Walpert. Interessant, beide jetzt gerade bei Walpert in der Ausbildung. Hatten wir ihn nicht eigentlich zu unserem Bruder geschickt? Schon mal so automatisch weitergerückt, ich weiß es gerade gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall, schauen wir uns mal ein bisschen nochmal an. Also Ratskanzler ist immer noch Rimbert. Das werden wir auch weiterhin so lassen. Ratsverwalter bräuchten wir jetzt wieder jemanden. Und gegebenenfalls holen wir hier Fürstbischof Eckbert, das Ungeheuer. Nein, auf gar keinen Fall. Eckbert ist ja hier Kinderschänder gewesen. Da müssen wir dann auch nochmal interagieren. Da möchte ich eigentlich auch noch irgendwas machen. Einkerkern? Nee, das wäre Akt der Tyrannei. Ach, ich finde das furchtbar. Es ist klar, dass er irgendwie ein Verbrechen begangen hat. Aber wir können da nichts gegen tun. Nee, aber so jemanden möchte ich eigentlich nicht am Hof haben. Dann doch lieber meinen Schwager und Vasall, Graf Lokter. Holen wir ihn hier als Ratsverwalter rein. Graf Richard ist immer noch unser Ratsmarschall. Das finden wir auch gut so. Fürstbischof Ludbert mit seinen mittlerweile 97. Oh mein Gott. Das ist ja unglaublich. 97. Das ist gebrechlich, es geht ihm schlecht. Nee, so jemand kann ja eigentlich jetzt auch nicht mehr an Hofe irgendwo rumirren. Nee, das wird jetzt unser Sohn übernehmen. Da vertrauen wir natürlich auch mehr. Und dann kann er auch hier wieder weitere Kenntnisse sammeln, wie man sich an Hofe bewegt. So, das finde ich schon mal ganz vernünftig. Dann und entfernt dies, das. Alles klar, das haben wir schon mal erledigt. Hier werden wir weiter Beeinflussung durchführen, sobald er alt genug ist. Auch gesagt. Lassen die Zeit mal wieder weiterlaufen. Sehr schön. Okay, Jarl Harald hat den Krieg gewonnen. Verlierer Jarl Ivar von den Südreas. Das ist jetzt nicht so wirklich. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Es scheint, als hätte ich meine Besprechung mit Graf Megenhardt unter Umständen gewisse Versprechungen bezüglich einer Befreiung von bestimmten Verpflichtungen gemacht. Ach Mann, Rimbert, was ist denn nur los mit euch? Ich habe versucht, dies wieder zurückzunehmen, doch ich vermute, dass es zwischenzeitlich keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ach, ihr seid ein Holzkopf. Feudalsteuern werden verringert. Graf Megenhardt erhält ein... Nee, das akzeptieren wir dann, dass das so passiert. Okay, was möchte er? Ich glaube, es könnte ein Interesse unseres Reiches sein, wenn wir ein Treffen zwischen unseren Erben, Graf Ludolf und Hrodwina, vereinbaren. Wenn sie jetzt eine gesunde und stabile Beziehung zueinander aufbauen würden, wäre das für künftige Stabilität unseres Reiches nicht von Nachteil. Ja, das sehe ich aber auch so. Oder wir könnten versuchen, uns stattdessen näher zu kommen. Das heißt, wir würden einander Meinung gewinnen.
Ja, doch, in unseren Bestrebungen ist das dann gerade passend eigentlich. Denn wir wollen ihn ja hier zu uns holen. 18, okay. Bauernaufstand bei unserer Frau. Da unterstützen wir natürlich. Beziehungsweise sie schafft es eigentlich auch ganz gut alleine. Na gut, dann warten wir einfach die Situation da ab. Ja, ihr seht, also manchmal passiert auch so, ohne dass wir groß agieren, tatsächlich so viel in unserem Hof. Lockruf der Sprachen. Das multikulturelle Reich des Herzogtums von Sachsen zu regieren, bringt ein ganz eigenes Problem mit sich. Fremdländische Untertanen fühlen sich häufig ausgegrenzt, wenn sie sich am Hof nicht ihrer Muttersprache sprechen können. Das führt zu Unzufriedenheiten. Und Graf Richard legt uns deshalb nahe als Polabe, dass wir die polabische Kultur stärken und ihre Sprache erlernen. Naja. Naja, gut, wir sind halt zufrieden, bescheiden, gerecht. Wenn er uns als Ratsmarschall, unser Vasall, treuer Vasall, mit sowas entgegenkommt, sollten wir natürlich versuchen, hier irgendwie was zu machen. Heuern wir aber einen Lehrmeister an, der uns das lehrt, oder versuchen wir es selbst? Ja, wir versuchen es erstmal selbst. Wir haben doch immer so einen gewissen gesunden Ehrgeiz bislang an den Tag gelegt, Dinge anzugehen. Das werden wir mal weiter so verfolgen. Nach vielen Wochen des Studiums beherrsche ich jetzt endlich die Grundlegung der neuen Sprache. Oh, wir können jetzt also ein wenig polabisch. Das ist doch sehr schön. Solch eine faszinierende Kultur. Ja gut, wir sind jetzt nicht wirklich wir sind nicht fleißig, wir sind auch nicht ehrgeizig oder sowas. Da hätte ich an der Stelle gesagt, ja, klar, aber wir sind ja eher zufrieden mit dem, was wir haben und dann lassen wir das auch so gut sein. Oh, Leute, ganz schlecht gerade. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich war nämlich extra hierher gegangen, weil ich das eigentlich gerade gucken wollte. Wir können nicht mehr das Geld uns holen. Ah, jetzt müssen wir wieder warten. Ich hoffe, dass. Und jetzt sind wir genesen. Ach nein, wirklich. Okay, wir können die Vasallenbande erstmal mit unserem Neffen hier verbessern. Und erhöhen, glaube ich, erstmal dann die Steuern. Setzen wir mal ein Druckmittel ein. Ach, warum nicht? Warum nicht? Wahrscheinlich gibt es einen neuen Papst. Nein. Seine Meinung ist auf 20. Tugendhaft, heldenhaft. Vielleicht, weil wir genügend Gold haben im Moment. Ah, es geht wieder. Oh, Gott sei Dank. Okay, es ist soweit, Leute. Der große Moment ist gekommen. Herzog Otto von Sachsen, wir erbitten das Gold, um uns zum König krönen zu lassen. Und da ist es, das Gold. Wir können hier gleichzeitig jetzt auch anfangen, Beeinflussung zu starten. Um ihn noch in unser Reich mit aufzunehmen. Aber ansonsten ist es jetzt soweit. Ah! Einmal kurz ein bisschen durchschnaufen. Also, ihr seht ja selbst, was wir jetzt hier erreicht haben, das ist schon nicht schlecht. Wir haben Gebiete dazu geholt, wir haben Religionskriege geführt, wir haben Kriege um Herzogtümer oder Grafschaften geführt. Wir haben uns selbst charakterlich entwickelt und ja, eine bestimmte Art und Weise, wie dieser Charakter hier lebt und seine Sachen angeht, herauskristallisiert und geformt. Wir mussten lernen, mit Gicht und Unbedachtheit umzugehen. Wir sind auf unsere letzten Tage noch vernarbt geworden. Uns geht es allerdings immer noch wunderbar. Wir sind auch gerade mal 36. Also wir werden noch sicherlich etwas längere Zeit von Herzog Otto, beziehungsweise dann künftig König Otto von Sachsen hören. Unser ältester Sohn ist jetzt 18 Jahre alt gerade geworden. Hat sich auch einen prächtigen Bart wachsen lassen. Graf Ludolf Ottosohn von Brandenburg. Das ist natürlich wirklich eine schöne Sache. Oh, Prestige minus unglaublich hoch. Interessant.
So. Was wir jetzt also tun werden, ist, wir werden erstmal zum König werden. Das haben wir uns ja, zurechtgelegt, das haben wir uns verdient, das haben wir uns erarbeitet. Das ist das, was wir jetzt machen noch. Auf jeden Fall, denn nur dann sind ja unsere Ziele verwirklicht, mit dem wir quasi festlegen, dass diese Staffel schon mal enden würde. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die ich gerne eigentlich noch erledigen würde, aber wir müssen gucken, ob wir das können. Und zwar wäre das: Ich würde ganz gerne dieses Haus hier, Herzog Otto von Sachsen, ist ja das Haus Oberhaupt. Die Dynastie sind die Ludolfinger. Aber wenn er jetzt zum König wird, dann ist er kein Ludolfinger mehr. Nein, dann ist er ja etwas Größeres als seine Vorfahren, die bislang nur Herzöge waren oder Graf. Und er wird jetzt König. Das heißt, wir werden unser Haus umbenennen. Wir werden nicht mehr länger die Ludolfinger sein, wir werden die Ottonen werden, die ja so Großartiges jetzt hier erreicht haben. Was ich gerne noch machen würde, wäre natürlich auch einige andere unserer Familienmitglieder dadurch zu belohnen, dass sie jetzt eigene Häuser wären. Ich weiß nur nicht, inwiefern das schon überhaupt möglich ist. Beispielsweise würde ich es schön finden, wenn Graf Regenbeeren auch eine Anlehnung an seinen Vater, das Haus der Brunonen, erschaffen würde. Gucken wir mal gleich, ob wir das noch machen können, indem wir ein bisschen durch die Charaktere wechseln. Ja, Graf Ludolf soll, weiß ich gar nicht, ob er hier noch ein Extrahaus und ob er sonst Ludolfinger bleibt. Nee, er erbt ja eigentlich später. Nee, das lassen wir erstmal. Okay. Also, viel Überlegungen, die ich hier so mal hatte, wollte ich euch nur mal so kurz mitteilen, aber wir werden jetzt erstmal unsere Entscheidungen hier durchsetzen. Oh, Leute, großartig. Echt spannend, echt spannend. Also, wir sind Luster, wir sind erhaben. Normalerweise müsste es doch jetzt gehen. Nein, stimmt auch. Habe ich ganz übersehen. Es fehlen noch 21 Frömmigkeit. 1,2, 21 Frömmigkeit. Ja gut, dann lassen wir mal noch so ein paar Tage hier vergehen. Hier ein Nachbarschaftskonflikt. Ein weiteres Bündnis ist ausgelaufen. Unser Schwager Radulf ist verstorben. Herzog Berneri ist jetzt hier der neue Herzog. Ein Neffe von uns dementsprechend. Ach, Dinge, die man gerne dann auch noch irgendwie nachholen würde. Man würde sie gerne versuchen, jetzt auch mit ins Reich zu holen und so. Na gut, wir lassen mal noch ein bisschen Zeit verstreichen. 200 Frömmigkeit brauchen wir. Okay, wir können jetzt einen Bauernaufstand gegen in Havelberg. Ja. Das müsste sie aber schlagen können. Ja, das sind ja einfache Bauern. Die sollten hier keine Chance haben. Sehr schön. Dann ist das auch schon erledigt. Können wir das auch schon alles auflösen? Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch hier, Graf Weibrecht von Geldern mit reinzuholen ins Boot. Ich überlege immer noch, was man so zwischendurch noch so groß machen könnte. Würden wir jetzt hier noch einen Krieg führen? Nein, eigentlich nicht. Also wir würden uns hier schon versuchen, jetzt ein bisschen friedlich zu verhalten. Zur Herrschaft erzogen. Finde ich gut. Unsere Kinder werden davon stark profitieren. Zwei auf Ränkespiel, sehr schön. Eins auf Kriegsführung, zwei auf Bildung. Oh Leute, es ist bald soweit. Aber wie gesagt, ich werde dann noch ein weiteres Video machen, denke ich, in dem wir uns auch damit auseinandersetzen werden. Jetzt schauen wir uns erstmal hier Oberhäuptling von Lusatia, was macht er denn hier? Ah, er nimmt teil an dem
Religionskrieg und das Earltum von West Riding oder Reading, besser gesagt. Ludgard, unsere Schwester, ist verstorben. Sie war mit Radulf III. Verheiratet. Starb bei einem Krampfanfall mit 43 Jahren. Das ist natürlich traurig, gibt uns auch Anspannung. Übrigens, unser Bruder und unser Cousin in der letzten Folge ja verstorben, beide an Verletzungen erlegen. Da ist ein Krieg zu Ende gegangen. Wir könnten ja mal... Nee, das machen wir in der nächsten Folge alles dann, wenn... Wir warten jetzt hier wirklich mal gerade einfach noch die Momente ab. Noch 6 Frömmigkeit, dann ist es gleich soweit. Leider nicht beeinflusst, schade. Ach Mann, ich hätte es doch ganz gerne gesehen, wie wir noch hier unseren Cousin noch mit rein, unseren Großcousin besser gesagt, noch mit reinholen. Der Nachbar greift an, Oberhäuptling Ludwig, wir kennen ihn auch noch. Lange ist es her. Er zusammen mit Mischkwoi, der ist auch noch am Regieren. Tochter mittlerweile 40 Jahre alt. 59, also hier leben wirklich einige sehr, sehr lang. 64, wer war denn nochmal der sehr alte? Münster? Ah, okay, nee, das ist wahrscheinlich mittlerweile dann übergegangen. Okay, also unser fast 100-jähriger Freund ist mittlerweile, glaube ich, gestorben. Ein hartes Urteil, okay. Es geht mal wieder um Diebe, die zu Tode verurteilt werden. Und Graf Regenbert soll dazu eine Meinung äußern. Und er findet es auch deutlich zu hart. Er würde gerecht werden, wenn wir das so unterstützen. Und da wir selber gerecht sind, unterstützen wir dies auch. Denn nur darum hat das ja nun mal den Sinn, dass wir uns Mündel holen, damit sie gleichwertig zu uns sind, dass sie ähnlich denken. Okay, es ist soweit. Wir können ein neues Königreich gründen. Verabschieden wir uns vom Herzog Otto von Sachsen und begrüßen König Otto von Sachsen. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Sachsen mit denen von Westfalen und Ostfalen vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir vom Neuen die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, nein, sondern König, König von Sachsen. Mein Reich wird ewig währen und mein neuer Haupttitel ist das Königreich von Sachsen. Zu diesem Königreich gehören dann Angria, das wir jetzt ja Sachsen genannt haben, und das Herzogtum Ostfalen und Westfalen. Ich denke, wir können dann hier jetzt auch wieder das Ganze in Angria umtaufen, damit es wieder ein bisschen korrekter ist. Nein, Angria, so. Und auch hier Angria, nicht Angria, Angria, so. Sehr schön. Ja, Leute, also ihr seht, wir haben unser Ziel erreicht, was wir uns gesteckt haben. Und ich denke, wir werden uns in der nächsten Folge dann anschauen, was wir jetzt daraus noch mitnehmen, was wir ja weiter noch machen können, was wir vorbereiten müssen. Wir müssen uns umsehen, wen spielen wir als nächstes? Und ja, vielleicht spielen wir auch einen seiner Söhne weiter. Ich weiß es nicht. Na, nee, vielleicht nicht unbedingt. Das ist doch zu naheliegend. Aber hier, Jarl Hastein von Oberlothringen und seine Bemühungen, hier ein asatruisches Reich zu bilden. Vielleicht König Louis den Stammler in Westfranken. Oder einen seiner Söhne. Dann in den Bestrebungen hier Westfranken wieder groß zu machen. Das Frankenreich ist ja wirklich nicht mehr das, was es war. Es gibt jetzt hier wieder das alte Reich der Sachsen. In Oberlothringen regieren irgendwelche Barbaren. Das kann nicht sein, dass wir das hier so dulden, oder? Oder vielleicht Italien? Diesen
zerrütteten Stiefel wieder Ordnung zu bringen. Ein komplett zerlegtes und zerfransten Teppich ja, wieder zu einem großen Reich werden zu lassen. Bulgarien? Können wir hier aufstehen gegen das byzantinische Kaiserreich? Oder sind wir hier irgendwo in den östlichen Ländereien jetzt als Heiden unterwegs? Schauen wir auf die Inseln hier Großbritanniens oder schauen wir auf die Wikingerstämme hier oben in Skandinavien? Gehen wir nach Spanien? Ich weiß es noch nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, was wir hier machen können. Vielleicht spielen wir auch als Herzog Arnold von Bayern weiter? Auch eine gute Möglichkeit, wie ich finde. Als unser Freund, beziehungsweise ist ja nicht unser Freund, aber zumindest als unser Verbündeter hier weiterzumachen. Und da haben wir doch auch so ein bisschen Beziehung dann zu unserem Königreich Sachsen. Naja, Leute, wie gesagt, macht euch schon mal Gedanken. In der nächsten Folge schauen wir uns das nochmal genauer an und dann müssen wir uns aber auch festlegen. Also, bis dahin, kommentiert fleißig, abonniert und schaltet bei der nächsten, letzten Folge der Staffel ein. Ja, so eine Art Sonderfolge, bei der wir sondieren, welcher Charakter für die zweite Staffel dann vorgesehen wird. Also, bis dahin, euer Syrakus.